So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. In der letzten Folge sind wir hier ein bisschen lang gesneakt und haben hier unsere beiden Kompagnons gefunden. Falls ihr es verpasst habt, schaut euch die letzte Folge an. Und jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz. Wo warst du schon letzte Folge gemacht? Die Jungs sind ja immer noch auf der Suche nach uns. Und wir als Journalist wollen natürlich hier alles aufdecken. Die letzte Folge war ziemlich, ja, verstörend. Aber, wie gesagt, schaut's euch an. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Ja, genau, du kannst dich nach links oder rechts, ja, nach da bringt uns das nicht viel. Zu den beiden wollte ich jetzt nicht unbedingt. Sind die jetzt weg? Hallo? Wo sind die hin? Okay. Sie sind weg. Irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht so ganz. Aber gut, wir schauen mal. Ja. Und ja. Nee. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und gucken erstmal, was wir hier so finden. Wie zum Beispiel a Battery. Batterien sind super wichtig. Jetzt gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwas rumzuliegen? Hier haben wir auf jeden Fall Überwachungscams. Sehen wir hier irgendwas drauf? Nö. Okay, wieder ein Dokument. Dann lass uns doch mal kurz in die Dokumente reinschauen. Nein, Dokumente. Murkoff Cop PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Warrider. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Okay. Da steht noch ein Coffee. Ich möchte einen Schluck Coffee nehmen. Okay, wir sind jetzt hier lang gesteppt. Hier sehen wir unsere Fußspuren noch ein bisschen. Hier können wir nichts nehmen, okay. Ist hier unten noch was? Nö, okay. Gut, dann lass uns mal hier wieder raus. Und... ich habe irgendwie keine Lust, da lang zu laufen. Ich habe aber auch keine Lust, da lang zu laufen. Showers. Okay, hier liegt nur wer. Gibt es hier noch irgendwelche interessanten Notizen? Nein, ich höre nur ein Geschrei. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Okay. Haben wir nicht sogar schon eine Schlüsselkarte? Anscheinend nicht. Also wir hatten doch am Anfang eine Schlüsselkarte gefunden, oder nicht? Ah, ist alles wieder sehr drückend. Was? Was ist denn da? Was ist denn mit dir verkehrt? Ja. Da ist eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte für die Duschen aufgenommen. Okay. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Ganz schnell wieder hier weg.
Oh Mann, 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 oh Mann. Okay, gehen wir mal in die Showers. Ja! Hallo? Das Spiel speichert. Ich sehe nichts, ne? Also ohne diese Nachtsicht. Nachtsichtsdusche. Entkommen sie Nachtsichtsmodus? Das heißt ja jetzt nichts Gutes, wenn das. Alter, hat mich das gerade erschrocken. Wenn das heißt, hier ich soll aus der Dusche entkommen. Ja, moin! Wiedersehen! Just a moment, Alter. Was ist denn mit... Seid ihr nicht ganz dicht? Ich kann nichts sehen, ne? Sind die jetzt an mir vorbei? Ja, sie scheinen an mir vorbei zu sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schnell weg hier. Du Scheiße. Aber wo gehe ich jetzt lang? Okay, hier ist das. Hier ist nochmal so ein Sicherheitsraum. Wie viele Sicherheitsräume gibt es denn hier bitte? Machen wir erstmal zu. Okay, hier kann ich einen Button drücken. Den drücken wir jetzt erstmal noch nicht. Weil wir wollen uns ja erstmal hier ein bisschen umgucken. Okay, hier gibt es auch nichts. Was kann ich hier machen? Hallo? Ja. Und ja. Hätte ich jetzt eigentlich auch da durchgekonnt? Ich möchte es einfach zumachen. Einfach vorsichtshalber. Okay, hier brauche ich wahrscheinlich wieder eine Schlüsselkarte. Ja. Ich muss diesen Knopf da drücken. Okay, also wir sind jetzt hier. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Um zu gucken, ob wir da was verpasst haben. Weil hier geht es ja auch nochmal weiter. Okay, hier geht's ins Treppenhaus. Oh, ist ein bisschen aufregend, muss ich ja sagen. Was ist denn hier passiert? Okay, hier gibt's noch ein Dokument. Das sieht nicht sehr, sehr heuerlich aus. Ich drücke immer die falsche Taste als erstes. Anmal finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragsnummer 14-8616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebende Anverwandten. Staat Colorado. Bitte geben Sie das Licht. Was? Bitte geben? Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Gegen, nicht geben. Aktennummer 8732, Ort Colorado, Gemeinde oder Staat, Mount Massive Preserve, voller Name Rudolf Gustav Wernicke, Aufenthaltsort in der Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat. 0 Jahre, 7 Monate Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft. 55 Jahre. Was?
Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig, Geburtsdatum 20. Oktober 1918, Geburtsort Deutschland. Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggegebene Ursachen waren folgende. Herzversagen aufgrund der Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay. Gibt's denn hier noch was? Nein. Dieser Stuhl. Haben wir hier noch was? Wir haben hier ein Walkie-Talkie. Könnte ich das Walkie-Talkie nehmen? Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wer ist er denn hier? Okay. So, von hier sind wir gekommen. Genau, da sind wir gewesen. Sehr gut. Ja, von hier sind wir die Duschen. Können wir das hier einfach schließen? Ich hab ein bisschen Angst vor den Duschen. Also nicht vor der Dusche selbst, sondern vor dem Duschraum. Weil ja die Jungs da lang gelaufen sind. Okay, schließen wir mal. Drücken jetzt hier ganz schnell das Knöpfchen. Ja, moin! Und auf. Jo. Kletter doch hier hoch! Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Der kommt hier nicht rein, ne? Der kommt. Hä? Wie bin ich denn jetzt hier gekommen? Verwirrt. Ich war gerade im Luftschacht. Wie hat er mich denn jetzt hier bekommen? Hallo, ich bin da runtergefallen. Muss ich da runterfallen? Kann ich hier nicht irgendwas dazwischen legen? Kann ich das hier nicht nehmen? Nein. Es gibt hier auch keinen Ort zum Verstecken. Okay, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was checken. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, da ist er wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich muss hier kurz was austauschen. Ja, wie machen wir das jetzt hier weiter? Also, eigentlich müsste ich jetzt hier runter. Da bin ich aber nicht runter. Was ist jetzt Sinn und Zweck des ganzen Spiels? Hä? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Okay, er wartet da anscheinend. Ich wüsste jetzt nicht, wie kann ich den denn jetzt outplayen?
Ja, ich bin jetzt leicht überfordert. Er steht immer noch da. Es ist für mich im Umkehrschluss, wenn der da stehen bleibt und ich hier runterfalle. Es gibt aber auch keine Möglichkeit, wie ich hier irgendwie... Kann ich hier rüberspringen? Nein. Neues Ziel, finde einen anderen Weg in die Dusche. Erstmal. Wo sind wir? Und ich sehe nichts. Oh Mann, 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 oh Mann. Du Scheiße. Was will er denn jetzt hier unten? Hallo. Ist der... Okay, geht da lang. Ja. Und ja. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich muss mir jetzt einen anderen Weg irgendwie da rausfinden. Meine Batterien. Ich habe 5 von 10 Batterien. Ich hab ein bisschen Schiss. Okay. Also. Einen anderen Weg durch die Duschen. Der heißt ja jetzt im Umkehrschluss. Ich muss erstmal die Batterie wechseln. Okay, er geht jetzt hier vorne vorbei wahrscheinlich. Ja. Wo ist er? Scheiße. Alter. Alter! Okay, bin jetzt hier oben. Die Tür geht nicht auf, okay. Hier geht's weiter. Ah.
Alter, das ist ganz schön intens gerade. Das ist gerade sehr aufregend. Okay, er ist ziemlich weit unten. Was? Oh, die Batterie. Die Batterie. Oh, der hört sich super nah an. Nein, wo kommt er denn her? Ich renne jetzt einfach. Run, boy, run. Wow! Was ist denn mit dir verkehrt, Junge? Oh Gott, wir sind jetzt hier gelandet. Du Scheinkleister. Okay, wir sind den Dicken sind wir erstmal losgeworden. Dafür sind wir jetzt hier bei den Kranken. Oh shit. Es juckt mich, ja. Schreck mich doch mal, Junge. Ja. Hier geht's rein. Okay, hier geht's überall in irgendwelche Zellen. Ich will dir helfen. Ich glaube nicht. Geht's hier irgendwo rein? Jetzt musst du hier irgendwo weitergehen. Oder? Willst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Du bist aber auch ein Maskentyp. Hallo. Okay. Also irgendwie finde ich jetzt ein Typ, Alter. Ach so, ich muss hier wahrscheinlich hochklettern. Okay, vergiss es. Ich wieder angestellt wie der erste Mensch. Hier komme ich auch nicht raus. Gut. Ja, ist klar. Did not kill? Witness. Okay, gibt es noch ein Dokument? Oh Gott, ich bin völlig überfordert. Nachruf unter www.thedenvereagle.com. Optimal Val?
Okay, das ist eine Internetseite. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausüben der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Okay. Also, hier geht's noch weiter nach oben. Hier geht's aber dafür nochmal raus. Okay, hier gibt's wieder ein Kärtchen. Beziehungsweise, einen Terminal. Ah, dieses Szenario hier ist ja gar nicht beklemmend. Wo kommst du denn auf einmal her? Hallo? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich werde hier sehr verbunden. Wann greift er mich denn jetzt auf einmal an? Was ist denn mit ihm verkehrt? Lass mich durch. Okay, ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie gerade falsch abgebogen. Würde ich jetzt mal vorhauen. Naja, bin ich. Verdammt, jetzt muss ich wieder nach oben rennen. Ach, ich verstehe. Ich hätte jetzt da... Ah, okay. Wir haben es gleich. Ein bisschen Batterien sparen. Wir haben nämlich noch 2 Stück. Sonst geht das Ganze nicht gut aus für uns. So, hier waren wir. Hier können wir uns verstecken und hier ist die Tür, ne? Genau. So, der Typ ist da oben, macht einen auf. Einen auf Beschützer. Ich muss nämlich da hinten dann irgendwie lang. Gut, machen wir das mal kurz. Seid ich. Doch los. Bin ich hier? Ah, okay. Gibt's hier eigentlich noch irgendwie sowas wie Batterie? Das wäre toll, wenn du mich jetzt nicht berührst. Hier sowas wie Batterien, hallo? Batterien? Langsam Mangelware? Genau. Zum Verstecken. Liegen hier Batterien drin? Nein, keine Batterien. Ich brauche Batterien. Hallo, da, Batterie. Hallo, Batterie? Nehmen Sie die auf. Danke. Okay. Also, wir sollen jetzt hier runterhüpfen. Warum sollte ich jetzt hier runterhüpfen? Okay. Ich würde jetzt behaupten, wir hüpfen jetzt hier noch nicht runter, sondern wir machen das Ganze in der nächsten Folge.
Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder ein bisschen Spaß bei Outlast. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine weitere Folge Outlast. Da sehen wir, wo wir hinkommen. Wir müssen anscheinend da runter. Und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.